Ja, Leute. Ja, Leute. Ich bin's wieder, eure Shoyuki hier und willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Sehr schön. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf jeden Fall die Texte gelesen haben zu unserer Mutter und zu unserer Schwester. Was mir aber jetzt gerade beim Laden aufgefallen ist, dass wir ja noch einen kleinen Bruder haben, den wir auch nicht gelesen haben. Jetzt muss ich erstmal gucken, war das Tab? Ich glaube, Tab war die Karte. Okay. Wenn ich es weiß, ich weiß nicht, warum ich es dann trotzdem drücke. Escape muss es dann sein. Genau, dann müsste er doch in der Datenbank trotzdem noch erfasst sein. Unser Bruder. Nein, ist er irgendwie nicht. Auch nicht unsere Mutter und auch nicht unsere Schwester ist da eingetragen. Bei Menschen vielleicht? Okay, das Kontakte? Gesellschaft? Echt jetzt? Gar nichts? Ich hab's gar nicht gespeichert erst. Na gut. Wir können uns jetzt aussuchen, welchen Quest wir zuerst machen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, es geht so an Rang, ne? Gehen wir mal lieber zu unserer Mutter und versuchen ihr mal zu helfen. Maria Auditore, das haben wir schon gelesen. Dementsprechend werde ich das nicht noch einmal lesen. Gut. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ein Freund der Familie. Sehr schön, wir lernen jemanden kennen, den ich echt sehr ans Herz geschlossen habe. Maria bei ihrer Aufgabe helfen. Ja, das machen wir doch mal. So. Ich bezweifle zwar, dass Maria etwas... Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Oh. Welcher Kampf? Das ist echt jetzt? Ich lasse ihn ausreden. Ach bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Oh. Und nichts Sorry. Davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Banken. Ja, da muss ich sie jetzt schon wieder unterbrechen. Aber dann kann ich wenigstens meinen Satz zu Ende sagen. Bei solchen Quests geht es darum, dass man die Person, die man gerade führt oder die man gerade beschützen soll, ja, wurde schon gesagt, beschützen soll. Aber ich glaube, das wird Maria eh nicht passieren, weil wir gerade noch nicht jemanden haben, der auf sie gehetzt ist. Na gut, die Banken. Da hat Rebecca auch was schon dazu geschrieben. Sieht aus, als nutzten die Templer das Bankennetzwerk, um ihre Gelder zu transportieren. Ich wette, da könntest du dir was abzwacken. Abzwacken? Sagt man das so? Durch das Aufkommen der doppelten Buchführungen, welche den Bankiers ermöglichte, die Einlagen und Abhebungen ihrer Kunden zu kontrollieren, und durch die Ausbreitung zahlreicher italienischer Währungen im Wirtschaftskreislauf wurden Banken bald zu einem wichtigen Teil des täglichen Lebens während der Renaissance. Theoretisch durften Banken kein Geld mit Geld verdienen, da die katholische Kirche die Erhebung von Zinsen verboten hatte. In der Praxis wurde dieses Verbot aber weder von den Banken noch vom Vatikan beachtet, der sich aktiv am Bankensystem beteiligte und von den Banken Geschenke forderte, die proportional zur eingelegten Geldmenge waren. Solange man es nicht Zinsen nennt, wird Gott es schon nicht merken. Ja, das gefällt mir, wenn Schorne schreibt. Schreibt mir sehr ironisch. Wann sind wir da? Sind wir jetzt da? Leonardos Werkstatt in Florenz. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt ganz viel lesen und das ist nun mal leider so. Leonardo eröffnete seine eigene Werkstatt, nachdem er seine Ausbildung bei Verrocchio beendet hatte, einem der erfolgreichsten florentinischen Künstler seiner Zeit. Zwischen 1476 und 1481 arbeitete Leonardo wohl weiter mit Verrocchio, obwohl niemand genau weiß, woran.
1481 bekam er dann seinen ersten eigenen Auftrag von den Mönchen von San Donato. In Scopeto, ich muss mal überlegen, ob ich die Wörter richtig ausspreche. Für ein Altarbild. Die Anbetung der Könige. Im originalen Stile da Vinci begann er das Gemälde, beendete es aber nie. Also heißt es, wir sind da. Ja, unser Kumpel ist Leonardo. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Unsere Mutter hat es auch schon ganz dolle, ne? Die Kiste zum Palazzo Auditore bringen. Okay, wir nehmen das mit. Was war nochmal Hand? War das Hand? Nein, okay, das war Schlagen. Das war nicht Hand. War das Hand? So, Ezio. Was machst du so? Also doch. So, bevor wir auf Leonardo antworten. Wer ist Leonardo überhaupt? Geburtsjahr 1452. Beruf Maler, Erfinder, Konstrukteur, Architekt, Wissenschaftler, Techniker, einfach alles. Leonardo da Vinci war der uneheliche Sohn eines Notars und einer Bäuerin und wuchs in der Toskana auf. Wie so viele zum Superstar-Daseins Berufene hatte er keinen Nachnamen. Vinci war der Name seiner Geburtsstadt. Mit 14 Jahren ging er bei dem florentinischen Maler Verrocchio in die Lehre. Dieser brachte ihm Alchemie, Zeichnen, Malen, Bildhauen und Modellieren bei. Im Alter von 20 Jahren gründete Leonardo seine eigene Werkstatt. Dann reiste er durch ganz Italien und malte schließlich sein großes Meisterwerk, das letzte Abendmahl, im Jahre 1948 und die Mona Lisa von 1503 bis 1507. Die Mona Lisa hat 4 Jahre gebraucht? Okay, das wusste ich selber nicht, aber egal. Auf seinen Reisen erforschte Leonardo die Welt mit einer unstillbaren Neugierde. Er hielt seine Beobachtungen in Spiegelschrift in seinen Notizbüchern fest. Er schuf unter anderem Entwürfe für einen Helikopter, einen Panzer, Solarenergie und einen Taschenrechner. Zudem war er ein Techniker, also entwarf er Garnisonen, Kanonen und bewegliche Barrikaden. Trotz dieser gewaltigen Anzahl an Fähigkeiten wurde Leonardo wegen seiner chronischen Verzögerungstaktiken, was ist denn los von heute mit mir, von seinen Mäzenen ständig belästigt. Manche Kunstwerke wurden häufig erst Jahre später fertiggestellt, als er angekündigt hatte. Okay Leute, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Und viele wurden erst gar nicht vollendet. Leonardo hatte auch ein stürmisches Liebesleben. Im Jahre 1476 wurde er der Sodomie bezichtigt. Höchstwahrscheinlich, weil er homosexuell war. Ich hab's noch richtig angepasst. Sein Assistent Salai wurde des Diebstahls beschuldigt und des verschwenderischen Umgangs mit Geld für Kleidung. Doch er war wahrscheinlich auch Leonardos Liebhaber. Leonardo malte mehrere Bilder von Salai, so auch das berühmte Gemälde HL Johannes der Täufer. Ich weiß nicht, wofür HL steht. Und er hinterließ ihm die Mona Lisa, als er im Jahre 1519 starb. Ich weiß nicht, warum ich so schlecht lesen kann. Vielleicht ist es ja ein Grund, dass ich bald aufhören sollte damit. Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht es Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Redet ihr noch oder darf ich? Es war ja wirklich, glaube ich, sogar der Moment, wo Leonardo Anatomie wirklich untersuchen wollte und auch Menschen im Echten untersucht hat. Und zwar nicht Lebende. Das habe ich mal so gehört. Ich weiß nicht, ob das
wahrhaftig ist. Buongiorno. Aber ich nehme es mal einfach so hin. Und wir sind eh jetzt gleich da, also kann ich die Kiste schnell mal abstellen. Und dann sind wir wahrscheinlich auch schon durch. Yay! Einfach mal zum Licht tragen und dann ist alles paletti. So. Oh nein, ist es jetzt das? Ja. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Also, wir werden uns noch richtig gut kennenlernen, Leonardo. Leonardo wird eines unserer besten Kumpels werden. Ein Freund der Familie, synchronisiert. Ja, dann gehen wir doch einfach zu unserer lieben Claudia Auditore, die wir schon auch durchgelesen haben, also von ihrem Steckbrief quasi. Was möchte sie denn? Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Duccio. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Gerechte Strafe. Duccio ausspüren und bestrafen. So, eine Sache verstehe ich nicht. Sie meint, ihre Freundinnen haben erzählt, dass er sie betrogen hat? Meint, deswegen sind ihre Freundinnen die schlechte Freundinnen? Aber sie glaubt trotzdem, dass er sie betrogen hat. Also haben beide Seiten einfach nur Fehler gemacht für sie. In Ordnung. Wir machen es einfach, wir vertrauen uns. Wir gehen jetzt zu Duccio. Endlich mal wieder ein bisschen Action, Leute. Okay. Wohin müssen wir? Da lang. Dann können wir auch gleich erstmal den Aussichtsturm besichtigen, würde ich sagen. Ich dachte, ich habe es markiert. Habe ich es nicht markiert? Nö. Nein. Führ mich hier hin und dann... Markier's. Ja. Endlich. Jetzt haben wir es markiert. Jetzt wissen wir auch, wo wir hochklettern müssen. Dann machen wir das einmal. Oh, schön klettern. Und wie geschmeidig das geht, ey. Er klettert einfach und das passt. So, das muss wahrscheinlich auch der Turm sein. Das geht doch ratzefatze, oder? Ja, wir müssen einmal eine runter. Noch eine runter. Dann über, ne, das nicht. Aber über das Seil wäre gar nicht so schlecht. Da ist bestimmt ein Schatztruhe, oder? Ich hatte es irgendwie im Gefühl. In Ordnung. Haben wir noch ein bisschen Geld abgestaubt. Und jetzt können wir schön erstmal das Seil entlang laufen. Und die Giotto's Campanile lesen. Ich kann kein Italienisch, von daher ist alles falsch ausgesprochen. Ich weiß es. Von Giotto di Bondone, dem berühmten Architekten und Maler 1334, begonnen, war dieser gotische Glockenturm noch nicht vollendet. Als Giotto starb, Andrea Pisano übernahm dann seine Arbeit und wurde 1348 von der Pest hinweggerafft. Sehr nett ausgedrückt schon. 1359 wurde der Turm dann von Francesco Talenti fertiggestellt, der bei den oberen drei Etagen von Giottos Plänen abwich. Er vergrößerte jede Etage, um perspektivisch so groß zu sein wie die darunter, sodass von unten alle drei Etagen exakt gleich groß erscheinen. Das ist cool! Wenn ich mir das gerade so überlege, finde ich das cool. Der Turm ist mit Carrara Marmor, rotem Marmor aus Siena und grünem Marmor aus Prato verkleidet. Es sind exakt 414 Stufen bis zur Spitze, was vielleicht Charles Messiers Entdeckung eines Spiralnebels genau 414 Jahre später vorhersagt. Oder auch nicht. So kurze Texte sind hoffentlich auch nicht so allzu schlimm mehr. Santa Maria der Fiore, es tut mir so leid. Ja, aber dann könnte man ein bisschen lesen, dann erfährt man doch wenigstens was mal zur Kultur. Ich war noch nie in Italien. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht, oder? Die Santa Maria del Fiore ist eine der größten Kirchen Italiens und das größte Gebäude in Florenz. Sie gilt als erstes Meisterstück der Renaissance-Architektur. Obwohl die Kirche von Arnolfo di Cambio bereits 1296 entworfen wurde, begannen die Bauten am Dom nicht vor Anfang des 15. Jahrhunderts. Da Cambio schon lange tot war, gab es keinen Architekten dieser Zeit, der in der Lage war, eine solche enorme Struktur zu erbauen. Strebewerk
war nämlich in Florenz verboten und Myrtle brauchte mehrere Tage, um zu trocknen. Aber noch war nicht alles verloren. Filippo Brunelleschi, der bei einem früheren Wettbewerb für den Entwurf des Portales des Baptisteriums unterlegen war, gewann dann die Ausschreibung für den Dom. Er besiegte Lorenzo Ghiberti, denselben Künstler, dem er vorher unterlag. Brunelleschi erfand Maschinen, um die Ziegel, die für den Dom gebraucht wurden, zu den Arbeitern zu bringen und war in der Lage, die gesamte Kuppel ohne die Hilfe eines Lehrgerüstes, ein Gerüst für die Kuppel, während die Ziegel gelegt wurden, zu konstruieren. Der Dom enthält mehr als 4 Millionen Ziegel und wurde 1436 fertiggestellt. Die Laterne wurde nach Brunelleschis Tod 1446 hinzugefügt und enthält angeblich heilige Reliquien. Allerdings gibt es auch Gerüchte, dass ein komplettes Grab unbekannter Herkunft dort versteckt sei.